Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3 und wir stehen jetzt hier vor unserer Apartment-Tür. Ich hoffe es doch, obwohl es aussieht wie 103, aber es sollte 102 sein. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und sie hat den Hausschlüssel verwendet und jetzt bin ich ja sehr gespannt, was kommt. Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should. Dad? Dad? Did you do this? You're late. But why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. Another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand. You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Nein! Was muss ich jetzt machen? Voll das eklige Monster auf einmal. Also als erstes nehme ich mal, obwohl es wahrscheinlich schöner wäre, aber ich nehme mal die Dings ab. Dann bin ich ein bisschen schneller beim Laufen. Und dann nehme ich mir mal die Schrotflinte. Schrotflinte? Okay, das klappt ja super. Sehr schnell. Ii. Lauf weg. Oh. Nein! Der ist voll schnell. Nein, lass mich! Lass mich, lass mich! Der rennt voll! Nein! Oh Gott, ich habe keine Muni mehr! Oh Gott! Was soll ich denn sonst machen? So, jetzt nehme ich mir auch mal einen Vorrat hier. Die nehme ich mal. Scheiße, es funktioniert nicht.
kann ihn nur von der Seite irgendwie treffen. Habe ich so das Gefühl. Scheiße. Und wieder getroffen. Shit. Oh. Lass mich. Manno. Ich treffe ihn nie den Arsch. Ja, okay. Haha, du Arsch, Vieh. Wie lange machen wir das jetzt noch? Stirb doch mal endlich. Manno, wie lange soll ich das denn noch mit ihm machen? Bald geht mir die Muni aus. Zum Kotzen, echt. Scheiß Kampf. Und wenn du einfach mal... Ich sterbe hier gleich, ey. Einfach mal eine andere Waffe nehmen. Das funktioniert irgendwie gar nicht, was ich hier mache. Mit dem Katana? Das Risiko eingehen? Das funktioniert ja nicht. Ich brauche eine... Mann! Ja, komm! Ja, jetzt wandelt er da hinten und jetzt wäre wieder voll die Gelegenheit. Wie mache ich das denn ohne... Oh, das wird doch nichts. Komm mal hierher, du Vogel. Liegt er wieder? Ja, das war's mit meiner Muni. Irgendwann musste ja mal Schluss sein. Was mache ich jetzt? Habe ich davon noch was? Nö. Ich habe ja gar nichts mehr. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Was mache ich denn jetzt? Haha, das können wir jetzt lange machen, das Spielchen, mein Freund. Ja, alles klar. Übertreib mal nicht. Ja, komm. Ist er endlich tot, ja? Calm down. I just... Calm down!
all your fault. If it weren't for you... I'm sorry. Then go! If it'll make you feel better, I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What'll you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. You think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm gonna do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. Look, I'll bring the car around back. Come out when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave anyway. Oh Mann, ich komme überhaupt mal irgendwie so ein bisschen zu Wort, nachdem ich das schwierige Monster da getötet habe, was auch immer das war. Papas Bücherregal, da gibt's nichts Ungewöhnliches. Ja, Heathers Vater ist tot und das ist, finde ich, sehr schlimm. Ich werde diese Frau finden und sie wird dafür bezahlen. Das verspreche ich. Ob Papa wohl wütend auf mich wäre wegen dem, was ich denke? Ihr geht's auch immer noch voll schlecht. So mein Controller sagt mir das die ganze Zeit. Deswegen werde ich mal so ein Ding nehmen und genau, jetzt ist alles wieder okay. Finde es nur echt krass mit der Winnie-Muni, was man da jetzt machen musste, um das Monster zu töten. Und ich finde es auch komisch, dass es heißt, so ja, er ist mit dafür verantwortlich. Er sollte sie halt finden, aber... Was kann er schon dafür, dass da, ja, weiß ich nicht, warum gibt sie ihm die ganze Zeit die Schuld? Er hat doch den Vater nicht umgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wozu hier das Klo ist, ob wir hier irgendwas machen können, aber anscheinend nicht. Ist aber eine coole Perspektive. Hier haben wir auch so Fotos an der Wand und so können wir da uns noch ein bisschen umschauen. Nee, da so. Nee, macht sie nicht, ne? Man kann das auch leider nicht erkennen. Das ist der Wandschrank. Hier gibt's nichts zu tun. Okay, dann geh mal da durch.
Papa, warum musstest du sterben? Du hast mir gesagt, du wärst der stärkste Mann der Welt. Lügner. Aber das muss sehr, sehr schlimm sein, nach Hause zu kommen. Und dann sowas. Nur ein normaler Fernseher, nichts Ungewöhnliches dran. Okay. Brauch nicht zurück aufs Dach, das Monster ist jetzt tot. Außerdem wartet Douglas draußen. Ja, ich find's nett, dass er ihr helfen will und sie wenigstens so einen Freund hat, weil sonst wäre es echt heftig und trostlos für sie, finde ich, so. Ich kann niemanden erreichen, weder die Polizei noch die Kirche. Okay, dann gehen wir mal raus. Anscheinend gibt's da ja nichts mehr. Ja, gut, dann gehen wir mal raus. Wo komme ich denn dann? Nee. War das hier? Ja. Hier ist das Gebäude. Was? Was mit dem Gebäude? Hier ist dieses Gebäude. Ich glaube, ich brauche da nicht raus. Aha. Dieses Gebäude. Okay. Kein Grund hier zu sein. Außerdem ist hier niemand. Wo soll ich denn dann hin? Ich habe keine Karte. Ich muss erstmal den Weg rausfinden hier. Irgendwo wartet ja Douglas draußen. Hier, das sieht doch gut aus. Und hier kann ich endlich mal speichern. Das wird ja auch mal Zeit. Würde ich mal meinen. Der Briefkasten ist leer. Oh Mann, die arme Heather. Dann kommt sie nach Hause und ihr Vater ist tot. Das ist so schrecklich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Voll traurig. Und sie hat sich auch so zu ihm jetzt gekämpft die ganze Zeit und wollte nur nach Hause. Und auf einmal ist der da tot. Das ist schon echt übel. I just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill, to look for a guy named Leonard, and he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Yeah, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You're cold? What's the deal with Silent Hill anyway? Used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once? On a missing persons case. Never did find him. But I tell you, that's one screwed up town. My line of work? You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. Didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? You feeling sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. Maybe you're car sick. No, I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago.
A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, the girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She can make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. But in the end, the god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia is trying to do the same thing again. And I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was. It was so sudden. I've never had a chance to tell you. Tell you how happy you made me. I'm gonna head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. You got the map, right? Yeah. You gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I am afraid. I'm 50-something years old, and I've never seen nothing like this. I feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital, okay? Roger. Ja, hallo Leute, da bin ich wieder. Das war eine sehr lange Sequenz, aber eine sehr interessante und sehr spannend schöne Sequenz im Auto, fand ich. Sehr bewegend, da man jetzt definitiv mehr über Heather weiß.
Heather ist nicht nur irgendein Mädchen, sie ist das Adoptivkind von Harry Mason, den wir aus dem ersten Teil von Silent Hill kennen. Und wie ihr euch alle erinnert, ist am Ende von Silent Hill 1 ein Baby von Alessa überreicht worden. Und dieses Kind ist Heather. Das heißt, sie ist halt, hat halt definitiv etwas mit Alessa zu tun, die ja das Baby gebar, sag ich jetzt mal, oder halt erschaffen hat von sich selber. Und was das zu bedeuten hat, erfährt man eventuell noch. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Heather nicht nur einfach Heather ist und dass der Vater nicht nur irgendein Vater ist, sondern Harry Mason, den wir kennen. Ich werde jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Teil wieder von Silent Hill 3. Ja, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr jetzt so gerade denkt. Falls ihr das Spiel nicht kennt, dann überrascht es euch vielleicht. Und falls ihr es kennt, ist es doch immer wieder faszinierend, wie die Geschichte gemacht wurde. Ich bin müde, habe aber keine Zeit zu schlafen. Ich gehe mal zum Krankenhaus. Warum soll sie jetzt alleine zum Krankenhaus? Warum machen die das nicht zusammen? Ich kapiere sowas nicht. Das Badezimmer brauche ich jetzt nicht zu benutzen. Ja, das ist mal so diese Spielelogik. Natürlich dürfen wir jetzt alleine ins Krankenhaus laufen. Und da ihr die anderen beiden Silent Hill-Teile ja schon gesehen habt, wissen wir ja alle, was uns da wahrscheinlich blüht. Also ja, mal gucken, wie es auf den Straßen von Silent Hill mal wieder hier aussieht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!